Hallo und Servus zusammen. Ja, ich habe gerade das Video abgedreht mit dem Rekom-Zelt von Miltek, diesem Ein-Mann-Zelt. Und da werden einige festgestellt haben, oh, was hat denn der hier für einen Buschel hier neben dran hängen? Also es sind keine Brusthaare, sondern das sind einfach, ist ein Windschutz für dieses Lavalier-Mikrofon. Lavalier, so in der Richtung auf jeden Fall. Und zwar habe ich mir hier mal dieses Beshoy WM5 genehmigt. Und auch hier ist es keine Werbung, weil alles mir selbst gekauft. Niemand gesponsert. Alles ist nur meine Meinung, was ich über dieses Produkt hier sage. Und hier möchte ich einfach mal einen Test machen, wie die Reichweite von dem Teil ist. Also hier wird ja bis zu 50 Metern ohne Probleme gesprochen. Und das können wir jetzt einfach mal testen. Ich kann euch nur schon eins sagen, zumindest ich habe hier die Panasonic HCV 777. Die Eingangsempfindlichkeit musste ich hier auf manuell ganz weit runterstellen, weil der ist einen sehr hohen Eingangspegel hat, dieses Mikrofon. Aber nichtsdestotrotz, ich habe den jetzt relativ weit runtergestellt und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie es so ist, immer so, ich sage jetzt mal alle 10 Meter. Ja? Wir fangen also hier mal an. Ich zähle einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das wären jetzt quasi die ersten 10 Meter. Und jetzt gehe ich einfach mal weiter und man hört, wie dann das ist. Ich spreche wiederum die Zahlen, dass man es mal hört. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt wären wir bei circa 20 Meter. Ich habe es jetzt nicht genau gemessen, aber so ungefähr. Ja, das wären jetzt 20 Meter. Und jetzt kommen die nächsten 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Jetzt wären wir hier bei 30 Metern. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 40 Meter. Könnt ihr mich überhaupt noch sehen? Ich bin jetzt einfach mal ruhig, um mal zu hören, wie das Rauschen ist. Okay, jetzt gehen wir einfach mal die nächsten 20 mal durch. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20. So, das wären jetzt ungefähr 50 Meter. Ich bin selbst mal gespannt, ob da irgendwelche Störungen drin sind oder irgendwelches Rauschen. Auch hier bin ich jetzt einfach mal ruhig. Kommen jetzt einfach wieder zurück. Ja, ihr könnt euch ja die technischen Daten über das Internet raussuchen und könnt es euch anschauen. Also ich habe es über Amazon gekauft. Es ist, zumindest zu der Zeit war es ungefähr 20 Euro bis 30 Euro günstiger wie das KF-Konzept. Aber wie gesagt, ihr müsst euch da mal beide anschauen. Schaut euch auch mal die Tests an. Der Carlos hat übrigens einen Test mit dem KF-Konzept gemacht. Schaut euch den auch mal an. Wird wahrscheinlich nur ganz vergleichbar sein, weil wir unterschiedliche Einstellungen von den Kameras wahrscheinlich haben. Aber in etwa kann man ja schon mal hören, wie der Klang und so weiter ist. Aber dürfte nicht sehr viel Unterschied sein. Ja, das war's schon zu diesem kurzen Review. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.